eine Film, der auch Krieg im Namen hat, hatte eine neue Vision. Und auch jetzt ist ein neuer Teil des Krieges, dass viele Regierungen unglücklich sind, dass Leute Verschlüsselung benutzen. Und viele Leute kämpfen dagegen, zum Beispiel die elektronische Grenzen Foundation, IFF. Und ja. Und die arbeiten auch mit, die veröffentlichen auch. Sie haben ein Science-Fiction-Buch veröffentlicht vor kurzem. Sehr komisch, aber es ist eine sehr gute Sammlung. Ihr solltet sie lesen. Also, jetzt bitte Kurt Kolobzal von der Elektronischen Frontier Foundation. Herzlich willkommen. Ja, danke, vielen Dank. Es ist ein Name ist Kolobzal und ich bin der zweite Vorsitzende von der Elektronischen Frontier Foundation. Es ist wunderschön, hier zu sein, auf dem CCC und zu sein. Und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ja, ich weiß, dass es ein bisschen früh am Morgen ist, aber vielen Dank, dass ihr den Aufwand gemacht haben und hierher gekommen sind. Heute werden wir über die Kryptokriege reden. Und zwar Teil 2. Kryptokrieg Teil 1 war vor 20 Jahren und jetzt ist er zurück. So, wir haben sehr viel gekämpft damals gegen den Versuch und Verschlüsselung zu zerstören und zu verbieten. Meine Organisation, die Elektronische Frontier Foundation, hat damals sehr weit gekämpft in den 90ern um die Möglichkeit, dass Leute Verschlüsselung benutzen dürfen und entwickeln und veröffentlichen dürfen. Es hat viele Jahre gedauert und Ende der 90er hat Verschlüsselung gewonnen und wir dachten zu einer Zeit, dass wir die Möglichkeit hatten, die beste Verschlüsselung zu benutzen, die wir können. Aber jetzt sind die Regierungen wieder dabei. Sie kommen zurück und sie versuchen, die Verschlüsselung zu reduzieren, sie schwerer benutzbar zu machen. Und heute werden wir darüber reden, wie die Geschichte war. Wir reden, denken nochmal die originalen Kryptokriege, was die Regierungen heutzutage machen, um diesen Krieg wieder zu entfachen. Und einige der Argumente, die wir machen können, um dagegen zu kämpfen und unseren Zugang zu guter Kryptographie zu erhalten. Also zuallererst ein bisschen Hintergrund. Ihr könnt euch in den früheren Zeiten, in den Kalten Krieg und sogar davor, war Verschlüsselung etwas, das nur militärische Technologie war. Nicht immer, es waren kommerzielle Versionen der Enigma, die verfügbar waren in den 1920er und 30er. Aber hauptsächlich war es hauptsächlich vom Militär benutzt worden. Es war eine militärische Technologie. In den 70ern gab es einen Standard, den Data DES, also einen Datenverschlüsselungsstandard, und der wurde Verschlüsselung häufiger benutzt. Es war üblicher und es hat auch geholfen, die Kryptoanalyse zu beginnen. Es war ein Projekt, der war, und wir haben die Leute angeschaut, ob da Probleme waren. Ja, es waren ein paar Probleme, aber die haben wir erst viel später gefunden. Und in den späten 70ern, RSA hat eine Methode gefunden, den Diffie-Hellman öffentlichen Schlüsselaustausch zu implementieren. Das war ein sehr großer Fortschritt in Verschlüsselung. Man konnte verschlüsselte Kommunikation machen, auch wenn man keinen anderen Kanal hatte, um den Schlüssel auszutauschen. Das war sehr wichtig, um Kryptographie weiterzuentwickeln. In den frühen 90ern hatten wir PGP, ziemlich gute Privatsphäre. Das ist ein E-Mail-Verschlüsselungsprogramm, das Sie wahrscheinlich nicht kennen. Da konnte man E-Mail-Verschlüsselung von einem Ende bis zum anderen verschlüsseln. Ende der 90er hatten wir sichere Suchen-Layer von Netscape für sein Netscape-Navigator-Browser-Programm mit dem Authentifizierung und Verschlüsselung zwischen dem Server und dem Browser ermöglicht wurde. Und das hatte einige Probleme dargestellt. Und eines der Probleme war, was ist Kriegsmaterial? Wir haben zwei Munitionen, eine sehr bekannte, der Panzer, der man nicht einfach so exportieren kann. Und viele Leute denken, ja, das macht Sinn. Also das heißt, bevor man einen Panzer verkauft, sollte man wissen, warum man das macht. Und auf der linken Seite hatten wir den Netscape Navigator. Das ist eine internationale Version davon, die für den Export freigestellt wurde. Und damals war der Standard für Verschlüsselung 128-Bit SSL, Secure Socket Layer, für die interne Version und die externe Version hatte nur 40 Bits Verschlüsselung und der konnte innerhalb von Tagen zerbrochen werden. Und die Idee von dieser Limitation ist, dass man sicher machen stellen kann, dass Organisationen wie die NSA die Verschlüsselung einfach
einbrechen konnte, das nicht exportiert wurde, was unseren eigenen Sicherheitsdiensten nicht eingebracht werden konnte. Und das war diese verrückte Sache, dass eine Verschlüsselung, die innerhalb für aus die in Europa war, stärker war und die Organisation bei den karibischen Inseln gehalten wurde, und es waren auch ein paar legale Probleme zu den Exportationseinschränkungen. Einen der Probleme von damals und diesen Exportstandard-Verschlüsselung, die wir gesehen haben, gerade dieses Jahr wurde das durch Freak- und Logjam-Angriffe nochmal sehr klar dargestellt. Wir können nochmal kurz darüber reden. Gestern war ein sehr guter Vortrag darüber von Alex Holderman und Adolf Enderman, die das sehr gut sich angeschaut haben. Wenn sie das noch nicht angeschaut haben, sollten sie das auf alle Fälle tun. Und was man daraus mitnehmen kann aus den Verschlüsselungskriegen, war, dass die Rückstände von Exportverschlüsselung, sodass dann heutzutage noch die Browser darüber redet werden konnten, diese Exportschlüssel zu benutzen. Und die waren damals überlegt worden, dass die NSA die benutzen kann. Aber sie haben noch nicht darüber nachgedacht, wie die Berechnungskapazität über die Jahre ändern würde. Und vielleicht in den 90ern sie die überlegt hatten, dann dachten sie nur, die National Security Agency hatte die Kapazität, dies zu machen, dachten, es sei eine halbwegs sinnvolle Idee. Was war nicht eine sinnvolle Idee von 20 Jahren später, wenn man ganz einfach zu Amazon geht und für $75 und ein paar Stunden Zeit, dann kann man diese Exportverschlüsselungen cracken kann. Also wir haben immer noch Probleme von den ersten Kryptokriegen, immer noch neue Tote. In den 90ern hatten wir einen Kampf. Dan Bernstein hat die Exportkontrolle gemacht mit dem Snuffle-Programm. Wir haben es zu den Gerichten gebracht und hatten ein paar Erfolge. Die Gerichte haben beschlossen, dass Code freie Rede war. Und die konnte seinen eigenen Quellcode veröffentlichen, man konnte seine Algorithmen veröffentlichen, und diese Algorithmen sollten nicht als Munition gemacht werden, sondern man sollte sie als Sprache benutzen. Und der Gericht hat freie Ausdrucksrechte und auch die Privatsphärenaspekte veröffentlicht, dass die Verhältlichkeit von großer, starker Kooperation hat nicht nur erste Segmente Rechte, sondern auch die Verschlüsselung zu bekommen, ist eine gute Sache. Das ist ein sehr starker Schlag, der die Verschlüsselung weitergebracht hat. Ein weiteres Problem von den 90ern war der Clipper-Chip. Das war ein Chip-Set. Das wurde für Sprachkommunikation gedacht, um die Sprachkommunikation zu verschlüsseln. Dem Clipper-Chip-Algorithmus, und da hatten eine Hintertür mit einem Schlüssel, der quasi in einem Escrow-Service war. Dann konnten sie den Schlüssel bekommen, Schlüsselkommunikation entschlüsseln, und sie wollten Leuten dabei helfen, diesen Schlüssel auf allen Handys zu installieren. Aber viele haben gesagt, hey, das sind Hintertüren sehr gefährlich. Selbst ein sehr kleines Problem in einem kryptografischen System kann das ganze System zerstören. Desastermäßig zerstört. Und in echt, der Chip hatte ein paar Probleme. In den 1994er hat Matt Blaze gezeigt, dass die Law Enforcement Field die Informationen hatte, um den Schlüssel herauszufinden. Und das brachte den ganzen Key Escrow nicht nur eine Hintertür für die NSA, sondern eine Hintertür auch für andere Leute, die den Schlüssel benutzen wollten. Das war später ein Angriff, der den Escrow-Service umgangen hatte, und Clipper war einfach eine schlechte Idee. Und wurde einfach, ja, als schlechte Idee anerkannt. So, wenn wir jetzt zurückdenken über die 1990er, die Regeln, die damals gemacht wurden, sind ziemlich ähnlich zu dem, was heutzutage passiert. Sehr viele ähnliche Inhalte werden benutzt, viele derselben Argumente werden benutzt, und zum Beispiel, das sind viele dieser Beispiele, ich werde nur ein paar auswählen. In 1997 hat der Direktor der FBI gesagt, starke Verschlüsselung ist gut, wir lieben es, wir wollen nur sicher gehen, dass es einen Schlüssel gibt, den wir benutzen können, um Zugang darauf zu haben.
Wenn man 2000er sich das anschaut, sagt der FBI, ja, super Idee, gute Kryptographie, aber wir wollen den Schlüssel bekommen. Wir müssen den Standard, den Schlüsseltext bekommen. Und wir sagen, wir wollen schwache Verschlüsselung, schlecht, Leute wollen da nicht zuhören, also sagen sie, großartige, starke Verschlüsselung, gute Idee, aber man braucht nur ein sehr, sehr großes Loch drin. Und ja, was passierte in den was dieser zweite Teil des Krieges, des Kryptokrieges uns gebracht hat? Warum haben die Regierungen wieder angefangen, die Kryptographie anzubrechen? Ende der großen Anfang ist, dass die Verschlüsselung groß und weit einbenutzt werden könnte. Also was damit wirklich anfangen, war die Zeit, wo das der erste Apple und Google danach gesagt hat, wir wollen Verschlüsselung auf den Handys, wo die Daten auf dem Handy gespeichert werden, die sich selber nicht entschlüsseln konnten, selbst wenn die Regierung es fordert. Bei iOS 7 und davor war Verschlüsselung da. Wenn man das Telefon zu Handy geschickt hat und Anträge hatte, dann konnte Apple das Telefon entsperren und an die Information kommen. Sagt mit iOS 8 und danach können wir das nicht mehr. Dass nur der Benutzer dieses Handy entsperren konnte. Und zur selben Zeit haben mehr und mehr Standard-Nachrichten-Apps Verschlüsselung eingebaut haben. iMessage war eins der ersten. Das im Anfang von iMessage war die Möglichkeit, Verschlüsselung zu machen, opportunistische Schlüssel. Das heißt, wenn ein iPhone zu iPhone geschickt wurde, dann wurde die Nachricht per iMessage verschlüsselt. Dann wurde TextSecure wichtig. BM, Droid, WhatsApp, eine der häufig benutzten Kommunikationswerkzeuge draußen mit mindestens 1 Milliarde Benutzer, war nicht verschlüsselt und jetzt fangen sie an, mit einer anderen Firma zusammenzuarbeiten, die Verschlüsselung zu ermöglichen und verschlüsseln die mehrere Millionen Benutzer. Und die bringt die Verschlüsselung einfach zu jedem, zu allen. Das, was vorher nur für technisch angewendete Benutzer ist, was selten war, wenn man ein paar der Snowden-Dokumente anschaut, dann sagen sie Verschlüsselung, das ist eine Flagge und sagt, hey, das ist interessant, weil das verschlüsselt ist. Und wir sagen, hey, wir speichern verschlüsselte Kommunikation, bis wir sie entschlüsseln können. Aber jetzt mehr und mehr Kommunikation verschlüsselt wird, ist es selten, weniger selten, dann ist es etwas, was sehr problematisch für die Regierung werden könnte. Also es fing an als ein von den Anforderungen gute Verschlüsselung, ohne dass die Firmen die Handys entsperren können, begann die Kommunikation schnell von diesem, sondern dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein Problem ist. Der Premierminister der amerikanischen hat, wollen wir eine Kommunikationsmöglichkeit erlauben, die wir einfach nicht lesen wollen? Seine Antwort war einfach nein, nein, nicht, wenn er seinen Weg hat. Er möchte nicht, dass es einen Platz gibt, wo man kommunizieren kann, ohne dass die Regierung dabei zuschauen kann. Es sollte keinen Platz zum Verstecken geben. Also haben sie angefangen, zurückzuschlagen. Ein paar der Werkzeuge, an die wir uns erinnern können, von den ersten Kryptokriegen, öffentliche und privaten die Firmen, die darauf die viel machen, öffentliche Kommunikation, das ist einfach schlecht ist für die Öffentlichkeit und dann ändern sie einfach diese Atmosphäre und dann sind einfach mehr Situationen, dass man das Recht einfach ändern kann. Die NSA und der GCHQ, Intelligence-Gruppen, arbeiten daran, dass man technische Angriffe mal nutzen kann, um die Kryptographie zu unterbrechen. Zu einbinden, zu zerstören. Eine große Öffentlichkeit sind. Warum wollen wir irgend so etwas machen, dass Leute sich hinter das Gesetz stecken können? Darum kann man einfach so die Kommunikation umdrehen. Nicht fragen, warum möchte jemand etwas haben, das die Leute vor starken Regierungen unterstützt oder eine private Kommunikation hat oder eine gute Kommerz hat, sondern entweder das sagt, hey, der einzige Sinn davon ist, kriminelle Aktivitäten zu unterstützen. Und Cameron hat den Druck aufgesetzt und hat gesagt, Firmen müssen beim Terrorismus unterstützen. Und wenn sie patriotisch sind, dann werden sie machen, was ich sage und werden die Hintertüren einbauen, die Regierungsmöglichkeiten einbauen. Wir machen das auch, um man auf die Firmen mit vielen Benutzern sich konzentriert. Und eine Sache, die Regierung wirklich kaputt
Angst hatten, war, dass diese Standardverschlüsselung, die überall eingebaut wird, und die wollen das ausschalten für die großen Firmen. Einfach, dass die Verschlüsselung nur zu den wenigen, das ist, was man benutzen kann, um interessante Leute rauszufinden. Die versuchen auch, sagen, hey, diese Firmen, die sagen, hey, naja, es ist nur ein Businessmodell, es ist nicht technisches Feature, es ist eine Marketing-Idee. Und in manchen Fällen ist das großartig. Also, gute Verschlüsselung sollte eine Marketing-Feature sein. Das sozusagen, was noch gut ist, warum man das Produkt zu einem guten Kunden bringt. Aber es sollte auch was anderes sein. Es sollte ein Prinzip sein. Und die wollen diese Idee, dass es ein Prinzip ist, entfernen und wollen einfach nur sagen, die Firmen, die wollen nur Profit haben. Und das sind ein paar Anforderungen zu sicheren Hintertüren. Und das ist eine komische, den Namen sollte es so nicht geben. Und einer der üblichsten ist Key Escrow, dass man einen Schlüssel hat, das ist eine Nachricht, die wird mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt wird. Man verschlüsselt den Schlüssel zweimal, einmal für den Empfänger, damit er den lesen kann, und der Escrow-Agent bekommt eine Kopie, die wird gespeichert. Und wenn man später die Schlüssel rauskriegen kann, dann geht man zu der Person, die sich darum kümmert, den bekommt und sie liest. Und da gibt es ein paar Probleme. Wenn dieser Escrow-Kommunikation des privaten Schlüssels veröffentlicht wird, dann kann der Schlüssel benutzt werden, und kann man die ganze in die Vergangenheit gehen und die ganze Kommunikation haben. So viele Leute, wie der Schlüssel öffnen kann. Das stellt einen neuen Fehlermodus. Und wenn man diesen einzelnen Schlüssel hat, dann kann das die Forward-Secrecy zerstören, das sehr wichtig ist, um gute Verschlüsselung zu erstellen. Das ist etwas, was wir so weit, das allem möglich ist. Aber wenn das ganze Design ist, dieses jede Person zu jeder Zeit den Schlüssel bekommen kann, zurückgehen kann, die ganzen Nachrichten der Vergangenheit lesen kann, dann zerstört es die Idee von der Forward Secrecy. Man kann ein paar Sachen umgehen, bei Leuten darüber geredet, dass man geteilte Schlüssel hat, dass man zum Beispiel mehr als einen Schlüssel hat, um die Daten zurückzubekommen. Das bringt ein paar Umgehungsmaßnahmen, dass es mehrere Leute dazu bringen muss, einem zu helfen. Aber die bringen alle Komplexität, und Komplexität ist der Angreifer von der Sicherheit. Für jede Komplexität, die man hinzufügt, da macht man eine größere Angriffsfläche, man macht zusätzliche Möglichkeiten für Probleme. Und auch für jeden Fall, wo es eine Organisation gibt, muss man da ein paar Fragen stellen. Wer ist diese Person, die die ganzen Schlüssel hat? Ist es die Regierung? Wie kriegt man daraus, welche Regierung das ist? Welche Regierung kriegt Zugang zu den Schlüsseln? Weil der Provider derjenige sein, der die Schlüssel hält. Sollen wir eine vertraute dritte Person haben? Viele sind die keine wichtigen Fragen, die wir unterstützt haben. Zum Beispiel, wenn wir beschließen, dass gewisse Kommunikation Privatsphäre relevant sind, zum Beispiel die Kommunikation zwischen einem Anwalt und einem Client ist, und dann können die das nicht erkennen und können sie nicht sagen, hey, wie die geben wir nicht. Und wenn man eine Escrow hat, dann gibt es auch immer die Möglichkeit von Insidern, dass irgendjemand, der dort arbeitet, der die Praxis kennt, kann was machen, die so aussieht, als hätten sie eine echte Anfrage, die durch die ordentlichen Kanäle gekommen ist, und benutzen das, um Zugang zu den vorherigen privaten Kommunikationen. Wir haben eine gewisse Geschichte, über die wir uns anschauen, warum das problematisch sein könnte mit Angriffspunkte. Da haben wir einige Angriffe auf die gesehen, weil die einfach sehr interessanten Angriff für Kriminelle oder Spione sein könnte. Zum Beispiel den griechischen Wiretapping, wo eine Regierung Zugriff hat. Wenn man Zugriff zum Zugangspunkt hat, dann kann man seine Eigenschaften, seine Möglichkeiten haben, um einen sehr viel weiteren Zugang hat. Und Ähnliches ist mit Google passiert. China hatte den benutzt, um Informationen über Dissidenten zu bekommen. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, dass die Regierung Zugang dazu hat, mit einem sehr guten Ziel für irgendwelche Angreifer. Viele dieser Argumente wurden genannt, und wir haben von verschiedenen Leuten gehört, und die sagen, ja, wir sehen, dass ihr ein Problem mit Hintertüren habt.
vielleicht sollten wir es einfach umbenennen. Und wir wollen keine Hintertür, wir sollen eine Vordertür haben. Und manche Leute sagen Seitentüren oder verschränkte Türen. Und das ist eine sehr typische Sache von Politikern. Das Problem ist der Name, den wir geben. Die Washington Post hat geschrieben, ja, wir sehen, dass eine Hintertür ein Problem sein könnte von schlechten Leuten. Also machen wir einen sicheren goldenen Schlüssel. Und das war großartig kritisiert und ausgedacht, wie es sein sollte, aber es gibt zeigt diese Idee, diese alte Einstellung. Wir sagen, was wir wollen. Das ist was Magisches, ein goldener, sicherer Schlüssel. Und dann nehmen wir das Problem zurück zu den Technologikern, die das versuchen zu lösen. Und wir müssen denen sagen, dass sie es lösen müssen. Und es zeigt einfach so ein Problem wie Zauberei. Es ist magische Zauberei, die Leute machen können und eine magische Lösung finden. So, während das so das ein Problem ist und wenn es so weitergeht, gibt es immer noch so ein paar Probleme. Diese Anforderungen wurden ausgereicht. Viele Leute haben Fehler gezeigt mit Hintertüren und die haben trotzdem irgendwie durchgestanden und haben immer noch eine interessante Hoffnung von der Übersichtsagentur, die sich die ganzen US-Intelligenz anschaut. Was ist, wenn dort ein Terrorangriff wäre oder ein krimineller Event, wo gezeigt würde, dass Verschlüsselung unterstützt? Das ist die Diskussion, die Punkte, die wir brauchen, um diese Diskussion umzudrehen. Ne? Wir hatten jetzt eine Reihe von Angriffen in den letzten Wochen, ein paar sehr tragische Angriffe. Und was machen wir, wenn wir jetzt diese Sachen haben, aber Kryptographie nicht darin vorgekommen ist? Naja, wir sagen, vielleicht war es trotzdem benutzt. Und wir haben die verschiedenen Kommentare von Michael Morell, der ehemalige CIA. Wir wissen nicht und sagen, wir haben mit Sicherheit, relativ sicher, dass die Verschlüsselung involviert war. Und er hat darüber gesagt, wie schlimm das ist. Also nach den Terroristenangriffen in Paris haben viele wichtige Leute darüber für Fernsehshows gegangen sind, haben versucht zu sagen, hey, Verschlüsselung ist das Problem. Und im Endeffekt waren das ganz einfach normale, nicht verschlüsselte Tagesnachrichten. Und die anderen haben hauptsächlich direkt in Person miteinander geredet und sie haben auch ein paar direkte Nachrichten geschickt, die waren auch nicht verschlüsselt. Und sie haben auch versucht, die Zeit zu benutzen, um zu sagen, hey, die Encryption ist schlecht. Und Leute, die Angst haben, und zum Beispiel eine wichtige amerikanische Person, der wir in den 90ern gesagt haben, die vier Pferde der Information, diese Rede über Kinderpornografen, Kriminalität, Drogen, Terroristen, der Senator Feinstein auf dem US-Intelligence-Komitee ist noch ein bisschen weitergegangen und hat gesagt, Verschlüsselung wird benutzt, um Kinder zu köpfen. Und das ist ein bisschen zu weit gebracht. So, in dieser ganzen Atmosphäre, wie sehen wir die ein paar Ideen von verschiedenen Firmen, Ländern, die Kryptographie zu reduzieren? Manchmal reden sie über Hintertüren, die sie kriegen, oder Zugang zu Standardtext, ohne zu sagen, wie. Im Grundtext ein paar Regeln, die die Verschlüsselung unterbinden, das Problem bringen. Eins der schlimmsten sind die Snoopers Charter oder Investitory Powers Act aus Großbritannien und das ist ein sehr interessantes Antrag, weil er nicht nur zu Telekommunikationsfirmen in England sind, sondern es versucht auch alle Firmen auf der Welt zu regulieren. Das trägt zu ein paar Problemen, wenn man zum Beispiel eine Firma hat, die niemand nichts mit von England macht. Wie können sie das durchführen? Für eine große Firma, die Stellung überall auf der Welt haben, die Leute in England haben, die dort runterfallen, dann kann das ein Werkzeug sein, das England benutzen kann, um das durchzusetzen. Und es ist ein sehr langer Gesetzentwurf, viele Details und sehr viele Probleme außerhalb der Verschlüsselungsprobleme. Aber heute werden wir über das Verschlüsselungsproblem reden, in dieser Sektion.
1.89 haben sie eine Kommunikation über elektronischer Schutz. Wir vermuten, dass sie damit Verschlüsselung meinen. Und es bedeutet, dass wenn der Provider die elektronische Schutz drauf tut, dann können wir ihn dazu ihn zwingen, es wieder abzumachen. Zum Beispiel könnt ihr sehen, wie das wirklich interpretiert wird. Aber es könnte auch interpretiert werden, dass man eine schlechte Verschlüsselung benutzt hat, dass man Schlüssel behalten muss, dass man End-to-End-Verschlüsselung abbrechen muss, wenn das nicht möglich ist. Und eine der Sachen, die möglich sind, der Sprache, die sagt, nur wenn es praktisch ist, nur wenn es möglich ist, sinnvoll ist zu machen. Aber das wird in der Home Secretary sagt, wer das macht. Es sind nicht die Techniker, die da sagen, das ist praktisch, um das, diese Verschlüsselung zu entfernen, sondern der Home Secretary sagt, und das ist, sagt, hey, das ist möglich, und jetzt muss man das machen. So, in der letzten Version dieses Acts ist im November rausgekommen, und das ist einem Komitee im amerikanischen Parlament, der Kommentare zuhört, ein paar Organisationen, wie zum Beispiel den IFF und viele andere, haben da schon Kommentare hingeschickt, und viele Industrie hat Kommentare dahin geschickt. Apple insbesondere hat ein paar Kommentare hingeschickt mit einer sehr starken Verteidigung von Privatsphäre und die dagegen gegen Hintertüren waren, also ein Schlüssel, der unter der Tür liegt, nicht nur für die guten Leute da liegt, sondern auch für die Schlechten. Die Schlechten können das den da auch finden. Noch ein paar sehr interessante in der ganzen Welt. Australien hat ein Verteidigungskontrolle-Act, die sehr interessante Sprache hat, eben unanfassbare Versorgung, also Exportkontrollengesetz, und es ist sehr, sehr offensichtlich, wenn man einen Angriff verkauft. Das ist nicht sehr schwer zu finden, aber wenn man über Verschlüsselung redet, dann ist es so ein bisschen komisch, weil man weiß, wenn man den Algorithmus zu jemandem kommuniziert, wenn man eine Kopie dem Algorithmus zeigt, ist das Exportieren. Veröffentlicht man damit die Technologie. Der Verteidigungsministerium in Australien hat gesagt, dass es reicht, einen Algorithmus zu kommunizieren. Und das könnte in diesem Fall passen. Man wird aber noch sehen müssen, ob diese Interpretation von Gerichten unterstützt wird. Aber was das bedeutet, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dass irgendjemand, der ganz normales Lehre macht, könnte diese Kontrollen Probleme bekommen, mit sehr starken, und es sind sehr Problem für Leute, die viele Informationen haben, weil sie das untersuchen, weil sie darüber lehren. Und viele Leute haben eine Petition gegen diese 100 Experten, und warum das eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Und Indien hatte auch eine Idee diesen September für eine Policy, Verschlüsselungspolicy. Und das ist eine besonders schlechte, die sagt, jeder muss eine Plaintext-Kopie der verschlüsselten Nachrichten haben, dann muss es speichern und dann muss man das wenn es angefordert wird, zurückgeben. Und es wird ausgelacht und Indien hat es zurückgezogen, gehen zurück und denken neu drüber nach. Wir müssen aber nochmal nachschauen, was sie jetzt in Zukunft machen. Vor sehr kurzem Sonntag, in fact, vor vier Tagen, hat China eine neue Antiterrorismusgesetz durchgebracht. Der Standard in der Grundsituation war die Möglichkeit, dass Firmen ihre Kryptographie übergeben müssen, aber es gibt nur noch ein paar sehr gefährliche Sprache, die sagt, dass die Firmen unter Umständen die technischen Möglichkeiten und Verschlüsselung und andere technische Hilfe zur Verfügung stellen müssen. Das kann auch bedeutet werden, dass sie einen Weg, Möglichkeit finden, dass sie den entschlüsseln. Machen sie auch irgendwie eine Schwäche oder einen zusätzlichen Schlüssel, den ihnen ermöglicht. Noch eine Möglichkeit aus chinesischen Antiterrorismusgesetz war, dass, wenn man es diskutiert, zeigen sie auf andere Länder, die solche Sprachsachen aufgeschrieben haben, sodass die Regierung oder Welt Ideen so zeigen, wie man die Hintertüren einbaut und sagt, dass Verschlüsselung ein Problem ist, dann sagen, hey, wir wollen so machen, dass es für westliche Demokratie sicher ist. In derselben Zeit sagen Regimes, die sehr viel totalitärer werden, die können genau dieselben Sprache und
benutzen, um die eigenen Angriffe und ihre eigenen Versuche so zu machen, dass Leute keine private Kommunikation haben können. In den amerikanischen Staaten gibt es im Moment noch keine Gesetze, die Hintertüren verpflichtend einführen. Präsident Obama wird gesagt, dass er im Moment diese Gesetze nicht anfordert, aber im Moment ist ein bisschen problematisch. Wir haben mit vielen anderen Organisationen eine Petition erstattet, dass er sagt, dass er starke Verschlüsselung unterstützen soll, nachdem er dieses soweit, dass er ein stärkeres Statement sagt, dass er sagt, hey, wir werden nie für Hintertüren fragen, wir werden nie Hintertüren fordern. Und wir haben bis jetzt noch keine ganze Antwort drauf bekommen. Hoffentlich kommt das bald und es wird ein klareres Statement sein. Aber im Moment sind wir in so einem Wartespiel, ob die weitergeben, ob die es wirklich weitermachen. Und das Senat Intelligence Committee wird vielleicht im Frühling ein neues Gesetz stellen. Wenn die das machen, dann werden wir gegen dieses Gesetz kämpfen. Und wenn sollte es trotzdem weiterkommen, dann versuchen wir, dass es in den Gerichten rausgeschmissen wird als nicht grundgesetzkonform. Und dann mal kurz über die Trans-Pacific Partnership reden, das ist ein internationales Trade. Gemeinschaft, das im Moment diskutiert wird, es wird im Moment angeschaut und Leute schauen sich das an, nachdem es veröffentlicht wurde und haben geschaut, da ist ein bisschen über Verschlüsselung, das ist eine Frage, sind da irgendwelche guten Nachrichten darüber? Ansonsten ist das TPP sehr schlimm und wenn man es anschaut in der finalen Analyse ist es, nein, da ist ein Inhalt da drin, das sagt, dass ein Provider nicht einen Schlüssel herausgeben muss, aber nur um als Verkaufsanforderung. Und der Provider könnte eventuell verschlüsselten Inhalte weitergeben muss. Und das ist immer noch eine Sache, die viele Probleme hat, gegen die wir auch gekämpft haben. In derselben Zeit, die öffentliche Policy darüber diskutiert, ist im Hintergrund immer noch technische Versuche, die Effektivität von Verschlüsselung zu reduzieren, dass sie schwerer zu benutzbar und schwerer sicher zu benutzbar ist. Eine der wichtigen Sachen aus solchen Dokumenten ist, wie man um Verschlüsselung drumherum routen kann. Hier schauen Sie über die Kommunikation zwischen verschiedenen Datencentern, wo Google SSL hinzugefügt hat und sie sind hingeschaut und die unverschlüsselte Kommunikation bekommen hat. Das hat verursacht, dass Google und viele andere Firmen, und die Leute schauen immer noch drin und sie können beruhigt sein, dass die Geheimdienste Orte finden, wo sie einfach hingehen können und eine Lücke in der Verschlüsselung finden und die Informationen dort finden können. Und auch Schwachstellen einfügen und wir gehen durch ein paar von den Sachen durch. Das wissen wir aus dem Snowden-Programm, das ist das Bullrun-Programm. Das hat ein Budget von 250 Millionen pro Jahr, um Schwachstellen einzufügen und Standards zu beeinflussen und um die Verschlüsselung zu schwächen und die Standards zu schwächen. Wir haben auch ein Beispiel davon gesehen in 2004, wo die RSA, das Dual Easy DRBG, Verschlüsselungsstandard benutzt für einen Zufallszahlengenerator, der hatte eine Schwachstelle. Ich gehe nur über die Technik sehr, sehr kurz, aber es gab eine konstante Q und wenn man die wusste, dann konnte man signifikant die Komplexität des Angriffes verringern und es war einem möglich, den Zufallszahlengenerator zu umgehen und einfacher an die Verschlüsselung zu umgehen. Und die NSA hat 10 Millionen Dollar an die RSA gezahlt, um das als Standard zu implementieren. Das war bekannt als potenzielle Hintertür. Und nachdem die Snowden-Dokumente herauskamen und die ersten Berichte über die 10 Millionen Zahlung, haben sich Leute das genau angeschaut und untersucht, wie man das ausnutzen konnte und dass man das ausnutzen konnte. Und wir hatten dann auch wirklich ein interessantes Beispiel dieser Hintertür in Aktion gefunden. Juniper ist ein System,
das das Dual-EC-Programm benutzt hat, aber es hat nicht das Coup benutzt, das die NSA vorgeschlagen hatte. Sie haben ein anderes Coup benutzt. So, das heißt, es gab eine Hintertür, aber sie haben das Schloss ausgetauscht. Zusätzlich wurde die Ausgabe von Dual-EC zu einem zweiten, stärkeren Zufallszahlengenerator weitergegeben. So, es war also kein großes Problem mehr. Es wurde einfach durch den stärkeren geleitet, und aber Leute haben sich, als sie den Code angeschaut haben, haben sie gefunden, dass haben sie sich die rohe Ausgabe angeschaut und es gab noch eine zweite Schwachstelle, dass da jemand ein Passwort hardgecoded in das Programm hat. Und das eine ist gut für passiv VPN zu umgehen, und das andere ist, um einen speziellen Router zu umgehen. Aber was genau ist hier passiert? Es scheint, als ob jemand gekommen ist, die Hintertür genommen hat und für eigene Zwecke umgesetzt hat. Das ist genau ein Beispiel, das illustriert, warum es so gefährlich ist, eine Hintertür einzubauen. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass man der Einzige ist, der dieses Backdoor ausnutzt, sondern, und das, was Sie hier sehen, ist, dass jemand einfach die Schlösser ausgetauscht hat, einen neuen Schlüssel erstellt hat und seine eigene Hintertür eingebaut hat. Schließlich, Malware ist immer noch eine beliebte Methode, um End-to-End-Encryption zur Umgehung. Wenn man also den Endpunkt anschaut, kann man Keylogger drauf installieren und einfach die Passwörter extrahieren. Man kann einfach die Umschlüsselung ausheben, obwohl das Opfer immer noch denkt, dass es verschlüsselt ist. Es ist einfach nicht gut, wenn das Ende kompromittiert ist. Dieses Werkzeug ist mehr für gezielte Angriffe, wobei die anderen Methoden eher für massive Überwachung ausgelegt sind. Was können wir dagegen tun? Was können wir machen? Was können wir machen, um dagegen anzukämpfen? Wir können auf Prinzipien diskutieren, mit Pragmatismus und die Prinzipien. Müssen wir den Leuten klar machen, dass starke Verschlüsselung notwendig ist, um Menschenrechte zu sichern. Wenn man die universelle Definition von Menschenrechten anschaut, dann steht dort, dass Leute Privatsphäre haben ohne die Beeinflussung von Dritten. Oder Artikel 19 freier Ausdruck, dass sie zu jedem Grund jegliche Informationen veröffentlichen können und bekommen können. Und die einzige Möglichkeit, um kommunizieren, dann brauchen wir Verschlüsselung. Alle sollten Verschlüsselung benutzen können. Und man sollte in diesen Ideen auch die Verschlüsselung beinhalten. Das ist auch wieder das Code, ein Teil des freien Ausdrucks ist. Und wenn wir diese Rechte haben als Menschenrechte, dann müssen wir da auch die Veröffentlichung von guter Verschlüsselung, End-to-End-Verschlüsselungssysteme. Da muss einfach ein Teil davon. Insbesondere war bei Open-Source-Systemen, wo Leute für die Sachen veröffentlichen, weil sie die Welt wollen, dass die Welt das anschaut und die Fehler findet und die Fehler zurück drüber kommuniziert, und ein Teil des Dialogs sein. Und das verbraucht man Veröffentlichungsfreiheit, Diskussionsfreiheit und die Möglichkeiten haben, dass Leute wie beim CCC zusammenkommen und die Großen und das darüber weiterreden. Eine weitere Sache, die diskutiert werden muss, und dass Verteidigung gegen oppressive Regierungen viel wichtiger ist, als Spionage zu verstärken. Dass wir eine größere Rolle haben, Leute davor zu schützen, dass sie organisieren können, dass sie untereinander reden können, dass sie eine Privatsphäre haben können, dass sie ihre Demokratie verstärken können, und nicht, dass wir einfach nur sagen, hey, wir müssen auch mehr und mehr Kraft, Power für die einzelnen Staaten, einzelnen Länder. So,
So. Verschlüsselung reduzieren, aufmachen, ist gut für großes Spionage, für alle. Wenn man ein Ziel hat, dann kann man Werkzeuge wie Malware benutzen oder spezielle gezielte Angriffe oder speziell angepasste Zugänge oder nach einem spezielles Ziel gehen. Aber wenn man ein ganzes kryptografisches System macht, dann was ist der Sinn davon? Der Sinn davon ist immer, dass man alle entschlüsseln kann, von aller Massenkommunikation. Dann kann man es anschauen und nach Schlüsselwörtern suchen und Massenspionage ist nicht so effektiv und einprägt, geht mehr rein. Das Problem mit starker Verschlüsselung braucht man mindestens ein Sicherheits-, ein State, einen Grund haben, auf Leute zu gehen. Man muss versuchen und die werden das nur machen, wo sie wirklich, wo es wirklich sinnvoll ist, wo es notwendig sind für die Gründe, die sie haben. Wir wollen auch starke Kommunikation haben, dass wir eine Idee haben, wie stark die Mathematik ist, wie das Kryptosystem funktioniert, dass man es ausprobieren kann mit den besten Kryptoanalysen. Und es soll nicht nur eine Möglichkeit sein, dass es eine schwarze Tür ist und ja, es wird funktionieren und dann hoffen wir es fürs Beste. Und wir können die beiden Sachen nicht kombinieren mit Hintertüren. Weil wenn man ein Hintertürsystem hat, ein System mit einer Hintertür hat, dann weiß man nicht alle Wege, wie es funktioniert. Wenn man zum Beispiel den Clipper-Chip hat, es war eine schwarze Kiste für die ersten 3 oder 4 Jahre, die es da war. Die Algorithmen konnte man nicht sehen, es war einfach nur eine Sache. Vertraut uns, wir haben es gut gemacht und wir wollen gute Verschlüsselung, die man sich anschauen kann, verstehen kann, dass man der Mathematik vertrauen kann. Außerdem wollen wir starke Verschlüsselung, weil es Innovation ermöglicht. Seit wir den ersten Kryptokriegen war die Availability von starker Verschlüsselung sehr wichtig. Der E-Commerce, den wir heutzutage jeden Tag benutzen, der war dadurch, weil wir die Möglichkeit haben, verschlüsselte Kommunikation haben, authentifizierte Kommunikation haben zwischen Servern und Browsern. Starke Kommunikation und die Möglichkeit zu haben, hat zu Bitcoins geführt. Die Möglichkeit, dass man eine Schlüsselwährung hat, da braucht man starke Verschlüsselung. Und jetzt, wo das eine theoretische Möglichkeit für viele Jahre war, haben wir jetzt in Bitcoin ein wirkliches Beispiel für Innovation, die auf Verschlüsselung basiert. Und wenn wir jetzt weitergehen und schauen, Firmen dazu zwingen, Verschlüsselung zu produzieren, macht das alle weniger sicher. Verschlüsselung ist kritisch für Sicherheit. Leute, die gegen Verschlüsselung diskutieren, sagen sie, hey, die nationale Sicherheit wird schlecht. Wir brauchen schlechte Verschlüsselung für Sicherheit. Es ist keine Diskussion zwischen Sicherheit und Verschlüsselung. Verschlüsselung ist ein wichtiger Bestandteil für Sicherheit. Und zur gleichen Zeit, wenn man sagt, wir wollen diese Hintertür haben, wenn man jetzt diese ganzen Argumente zur Seite tut und sagt, dass eine Hintertür eine gute Idee sein könnte, dann muss man immer noch die andere Frage stellen. Wer kriegt den Schlüssel? Wer kriegt den Zugang zur Hintertür? Und sagt, die eigene Regierung ist die beste Regierung der Welt. Und wir werden natürlich das nur benutzen, um dass alles besser geht. Und das Gute, dann was mit den anderen Regierungen, wenn man sagt, wir kriegen den Schlüssel, wir kriegen die Hintertür für diese Kommunikation, dann wollen die anderen, die wir vielleicht nicht fühlen, die vielleicht ein starkes Regime sind, dann wollen die vielleicht auch eine Hintertür haben. Und dann müssen wir darüber diskutieren, wer die Hintertüren bekommt. Wir haben das in den chinesischen Antiterror-Law gesagt, die gesagt haben, auf diese Sprache und durch die Rhetorik, die sagen, wir machen nur das, was andere auch machen wollen. Und noch eine Sache, schwarz werden ist, was viele Regierungen sagen, wenn Kommunikation sagt, es wird alles schwarz. Das ist einfach noch nicht wahr. Wir sind in der besten Zeitalter für Überwachung. Im Moment haben wir Kameras überall. Wir haben Kameras auf den Kameras, Leute tragen Telefone mit sich, wo man immer weiß, wo das ist. Alles, was sie machen, sind Kreditkarten, Zahlungen und selbst verschlüsselte Kommunikation hat sehr viel Metadaten, die wir analysieren. Es ist
so einfach für Regierungen Überwachung durchzuführen, wie es jemals war. Und immer noch wollen die sagen, hey, vielleicht kriegen wir bald keine neuen Informationen. Einfach nur, dass sie die verschlüsselte Kommunikation bekommen. Man könnte auch diskutieren, dass es Pragmatismus ist. Es wird aber nicht funktionieren. Und das ist wahr, soweit wir wissen. Wenn man starke Verschlüsselung verbannt und sagt, wir wollen nicht, dass jemand starke Verschlüsselung hat, wie ist dann mit quellenoffenen Software? Wenn wir sagen, es muss eine Hintertür haben, dann könnte es jemand ohne diese Hintertür kompilieren. Und freie Software ist schwer zu unterbinden. Selbst wenn man es schwer verschlüsselt, zu veröffentlichbar macht in gewissen Bereichen, Informationen möchte frei sein und es wird Wege finden, einfach raus zu allen. Das ist so gut, wie es ist. Aber wie wir zuvor gesagt haben, die Regierungen sind haben hauptsächlich Angst, dass überall erhältlich ist. Und es ist einfach nur so gut, dass die Verschlüsselungen vorhanden sind für Leute, die die technischen Fähigkeiten haben, dass sie einen eigenen Code zu kompilieren. Wir können auch diskutieren, dass es eine pragmatische Sache ist, dass es Mathe ist. Es ist einfach nicht möglich, dass Verschlüsselung gleichzeitig schwach und stark ist. Wenn die Argument über nationale Sicherheit und über Terrorismus ist, diese ganzen Efforts, um Verschlüsselung zu reduzieren, wird hauptsächlich Leute, die sich ans Gesetz halten. Und es wird nie Terroristen davon abhalten, diese Werkzeuge zu benutzen. Was können wir machen? Wir können versuchen, Verschlüsselung einfacher zu machen. Zeigt euren Freunden, wie man Verschlüsselung benutzt. Macht es möglich für alle. Ihr wisst, wie das geht. Und die meisten Leute in diesem Raum können Kommunikation benutzen, haben Kommunikation häufig benutzt. Und vielleicht habt ihr Freunde, die neu sind. Zeigt ihnen, wie man das macht, wie man eine sichere Nachricht sendet, wie man Tor installiert. Die IFF hat ein Programm Überwachung, Selbstverteidigung, ISS. Die findet man über DuckDuckGo und wie man zeigt, wie man sich dagegen verstellt. Die Leute, die Programmierer sind, die dagegen arbeiten, macht sicherheitsresistente Tools, macht die Quellen offen, macht sicher, dass sie so weit wie möglich weiterverwendet wird, dass es sehr schwer ist, sie zurückzunehmen und sie wieder zu verstecken. Benutzt wiederherstellbare Builds, dass ein mit der Runterlad ein Kompilierer-Methodik hat, die ihr gezeigt habe, deutlich, dass es quellenoffen ist, richtige, gute Verschlüsselung zu haben. Wenn wir mal kurz über die Inhalte der IFF zu reden, über die falsch verteilte Adoption von Verschlüsselungen zu benutzen, vielleicht habt ihr früher beim CCC gehört, da war ein Vortrag von Let's Encrypt, das war eine neue Zertifikationsautorität, die es versucht hat, einfach zu machen, SSL zu jeder Webseite hinzuzufügen, dieses Transport Layer Security dort hinzuzufügen. Es gibt also keinen Grund mehr, einen unverschlüsselten Service im Web zu haben. Wir haben auch uns angeschaut, wie das große Provider guter sind, das Web zu verschlüsseln. Wir haben einen Encrypt the Web Report. Hier kann man ein Beispiel davon sehen. Viele Firmen haben 5 von 5 Sternen gesehen. Das war ein Teil von diesem Smiley Face, also der vorherigen Seite, wo sie gute Verschlüsselung aufgrund der Snowden-Dokumente eingeführt haben. Und wir versuchen, dass sie die starke Verschlüsselung mehr und mehr benutzt wird. Und wir haben auch die Secure Messaging Scorecard, die durch 30 oder 40 Kommunikationswerkzeuge hat, seit welches für Verschlüsselung benutzen sie, das sehr klar ist, sagen, welche Systeme Verschlüsselung benutzen, wie gut sie die benutzen, kann man sich die Secure Messaging Scorecard anschauen. Man kann so viele Verschlüsselungsprogramme benutzen wie möglich, sodass man die Vorteile von starker Kommunikation benutzen kann. Haltet es stark, haltet es sicher, dass wir und stellt sicher, dass wir CryptoParts den zweiten Teil gewinnen können. Danke für den großartigen Vortrag. Wir haben noch 10 Minuten für Fragen und Antworten. Also bitte einfach vor den Mikrofonen aufstellen. Und natürlich, wenn ihr im Internet seid, benutzt den IRC oder Twitter, um auch Fragen zu stellen. Und wir werden jetzt, ach ja, wenn ihr jetzt geht, bitte seid leise. Das ist ja echt außerhalb der Kameras und versucht einfach,
Just don't leave, maybe. Bleibt einfach hier. Es wäre, seid leise, wenn ihr hier bleibt. Und hier ist Mikrofon 1, bitte. Ich habe drunten über die Scorecard gestolpert und das WhatsApp war viel grünen Checkboxen. Wie viel können wir WhatsApp vertrauen, insbesondere in dem Bereich, dass es ein sehr großes Eingriffsziel ist, so viele Leute es benutzen? Also WhatsApp ist in der Tat ein sehr starkes, beliebtes Ziel. Wir haben 1 Milliarde Benutzer und für eine lange Zeit hatten sie überhaupt keine starke Verschlüsselung. Sie haben zusammen mit Open Mystery Systems gearbeitet, um die Verschlüsselung zu verstärken, gerade darum, als sie von Facebook aufgenommen worden sind. Also ich glaube, dass sie versuchen, die Verschlüsselung zu verbessern und gut zu machen, aber ich würde sagen, dass der Secure Messaging Scorecard, das war für viele andere Sachen, es vertraut auf öffentliche Informationen, die verfügbar ist. Wir haben keine Möglichkeit, direkt nach vor Ort zu gehen und schauen, ob irgendwas Geheimes passiert. Wir können denn die Quellcode nicht anschauen. Also es ist basiert auf den öffentlichen Informationen. Also ich hoffe, dass sich die Leute das genau anschauen, aber nur sie können das garantieren. Sorry, small follow-up. So you did not talk to the internal. Das heißt, Sie haben nicht zu den internen Auditoren geredet, ob die den Source Code angeschaut haben. Das ist korrekt, ja. Jetzt noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Danke. Sehen wir eine Zukunft, wo Verschlüsselung komplett verboten ist vom Gesetz? Und warum ist es noch nicht heute? Ist es heutzutage, weil die Regierung immer noch die Daten kommen kann? Also, stehen wir vor einer Futur, wo Verschlüsselung komplett verboten ist? Nein, noch nicht. Und ich hoffe niemals. Wir haben dann die ersten Krypto-Wars gewonnen und ich glaube auch, dass wir diesen gewinnen können. Wir wollen durch Vernunft und Prinzipien und warum Verschlüsselung zu verbieten eine schreckliche Idee ist. Und wir werden dafür kämpfen, solange wir können. Selbst wenn ein paar Gesetzesprechungen eben Gesetze verabschieden, die Verschlüsselung verbieten, wird es Verschlüsselung immer noch von anderen Seiten geben. Und ich glaube, wir können diesen Krieg gewinnen. Mikrofon 2, bitte. Hallo, ich bin Mati. Und es sollte jetzt nicht eine schlimme Frage sein, aber was ist eure wirkliche Meinung über diese Standard-Kryptographie, über Homebrew-Kryptosysteme? Also meine Meinung über selbstgebraute Kryptographie. Ich glaube, Bruce Schneier hat gesagt, dass jeder kann ein Kryptosystem schaffen, dass derjenige, der es erschafft hat, selber nicht knacken kann. Also ich meine, das heißt nicht, dass niemand etwas mit einer guten Idee kommen kann, aber bevor man viel Vertrauen hereinstecken kann, muss es von peer-reviewed werden, es muss veröffentlicht werden, es muss Weltklasse-Kryptografen angegriffen werden und auf Sicherheitslücken oder überprüft werden. Und man muss immer schauen, dass man es besser macht. Falls jemand etwas Besseres hat, die einzige Art und Weise, wie wir es herausfinden können, ist, indem wir es sehr stark testen und auf Herz und Nieren prüfen und es ist nicht veröffentlichen, bevor es viele Leute getestet haben. Wenn es nur für eine kleine Gruppe von Leuten ist, für eine kleine Gruppe von Leuten, dann würde ich immer noch auf öffentlich verfügbare Kryptosysteme vertrauen. Wenn man eine App erstellt, die Kryptographie verwendet, sollte man nicht nur eine Kryptographie verwenden, die getestet wurde, sondern man sollte auch erklären, warum man das wählt und überlegen, warum man diese Entscheidung gemacht hat. Nummer 5, bitte. Hallo. Ich bin Matthias, ich bin im Board von Reporters Germany und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir kämpfen gegen den BND, weil wir glauben, dass der
macht, Daten zu sammeln und sie analysieren, ist nicht sinnvoll und gegen das Gesetz und wahrscheinlich auch gegen das Grundgesetz. Vielen Dank dafür. So. Ich habe eine Einführung gemacht. Ich habe eine Frage, die vielleicht nicht so üblich ist in diesem Raum, so fröhlich in diesem Raum. Wenn wir jetzt vermuten, dass die Anforderungen in Ihrem Raum sind, vermute, dass sie sind, dann müssen wir vermuten, dass wir gute Verschlüsselung brauchen. Wenn wir aber gleichzeitig vermuten, dass End-zu-End-Verschlüsselung, wenn wir selber vermuten, dass Regierung und Polizei irgendeinen Weg haben, um über die Leute zu überführen, hoffen Sie, dass die Regierung die Möglichkeit bekommen sollen, trojanische Pferde zu benutzen und andere Technologien, um auf Leute, Computer von Leuten zu setzen, weil wir vermuten, dass sie die schlechten Leuten nicht nur Telefone Kommunikation machen, nur normale Telefonlinien machen? Oder wenn Sie das nicht glauben, dass es nicht sinnvoll ist, der Weg, wie man es machen kann, was ist denn der richtige Weg? Also, vielen Dank für die Frage. Was wir getan haben bei EFF und mit ein paar anderen Organisationen, wir können nicht mit den notwendigen Prinzipien hervorkommen. Es gibt dort 13 Prinzipien für Regierungsüberwachung, um das alles mit den Menschenrechten verträglich zu machen. Es gibt 13 Prinzipien, aber es ist ein bisschen viel, das durchzugehen, aber die Idee dahinter ist, nur wenn es notwendig ist und die Menge, die Regierung erlaubt ist, sollte proportional dazu ein, geht dem der Straftat, die sie untersuchen. Das heißt, das Werkzeug sollte immer auf den Umständen entsprechend sein und es sollte immer mit einem im Einklang mit dem Gesetz und den Gerichten sein. Und schauen Sie dazu einfach auf der Homepage die Prinzipien an. And now? Und jetzt das Internet, bitte. Sind da irgendwelche Dokumente bei EFF über Q-Fire, über das Jakob vorhin mal geredet hat? Q-Fire? Eine Validierungssoftware? Davon weiß ich nichts. Well, that was quick. Number 4, please. So schnell, 4 bitte. Ich mag wirklich die Übersicht von Argumenten, die Sie gegeben haben. Ich habe die schon häufig mit unterschiedlichen Leuten in den letzten Monaten diskutiert. Und eine der Argumente, die Sie nicht wirklich gegengearbeitet haben, ist, dass wir haben Gesetze für Telefonkommunikation und könnten die nicht einfach sehr ähnlich für digitale Kommunikation in der breiten Sinn machen? Was ist Ihre Antwort auf so ein Argument? Also ich glaube, es gibt immer weniger Unterschiede zwischen Telefon und elektronischer Kommunikation, weil viele Telefongespräche gehen einfach über Voice over IP. Das heißt, sie werden genauso transportiert wie elektronische Kommunikation. Also deshalb in vielen, vielen Ländern ist es einfach, geht das Hand in Hand und wenden dann die Wiretapping-Regeln einfach auf die Voice-over-IP-Kommunikation. Man sollte also darauf achten, dass sie nur Zugriff auf die Daten haben, wenn sie mit dem Gesetz in Einklang stehen. Es muss also immer das muss ein Gericht, selbst ein Richter, das beschließen. Und die zweite Frage ist, wenn man jetzt Kommunikation so macht, dass sie so gut verschlüsselt ist, dass man sie nicht zuhören kann, dann ist es äquivalent zu dem, was wir jetzt hier diskutieren. Ja, in den USA haben wir gewisse Gesetze aus den 90er Jahren. Es nahm das Internet davon aus, aber nur für Sprachkommunikation war es notwendig, dass man Zugriff zu diesen Kommunikationen hat. Also glaube ich nicht, dass wir darüber hinausgehen. Ich glaube, das war eine schreckliche Idee von Anfang an, aber und das hält dich aber immer noch nicht davon ab, Verschlüsselung zu verwenden. Wenn die Leute einfache Technologie haben, wenn sie Voice-over-IP benutzen, zum Beispiel Signal, dann hat man End-zu-End-Verschlüsselung
so dass man selbst wenn es eine Wiretap-Netzwerk haben, dann kriegen sie trotzdem nur verschlüsselte Informationen. Und wir haben keine Zeit mehr. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Also auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.